أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. So, unser Thema ist heute wieder der Glaube an Gott, diesmal in einer etwas anderen Art und Form. Und zwar gibt es ja zwei Möglichkeiten, etwas zu beweisen. Entweder beweist man den Gegenstand an sich oder man beweist mal, dass alle anderen Umstände außerhalb dieses Gegenstandes unmöglich sind. Wir wollen diesmal diesen zweiten Weg gehen. Und zwar mit dem Buch Stab Moses. Und zwar das dritte Zeugnis für den Glauben. 23. Blitz, Abhandlung über die Natur. Obwohl dies eigentlich die 16. Anmerkung zum 17. Blitz wäre, wird sie wegen ihrer Bedeutung als 23. Blitz bezeichnet. Sie vernichtet die aus dem Naturalismus herauswachsende atheistische Philosophie, ohne ihr noch die Chance zu einer späteren Renaissance zu lassen. So zertrümmert sie den Grundstein des Unglaubens vollständig. Erster Hinweis. Mit dieser Abhandlung wird anhand von 9 Unmöglichkeiten, die mindestens 90 Unmöglichkeiten beinhalten, dargelegt, in welchem Maße die wahre Natur des Weges, den die Gottesleugner unter den Naturalisten beschritten haben, unvernünftig und hässlich ist und in welchem Grade sie auf Aberglauben beruht. Weil aber diese Unmöglichkeiten schon in anderen Abhandlungen teilweise dargelegt wurden, können wir hier einige Stufen überspringen, indem wir uns ganz kurz fassen. Es steigt daher plötzlich der Gedanke auf, wie konnten nur so berühmte und vernünftige Philosophen einen so deutlichen und offensichtlichen Aberglauben annehmen und auf einem solchen Wege fortschreiten? Ja, sie konnten die wahre Natur des von ihnen eingeschlagenen Weges nicht wahrnehmen. Aber die Realität dieses Weges, die Prämisse und das Resultat dieses Weges ist dergestalt, dass ich bereit bin, den Zweiflern mit ganz klaren und unwiderleglichen Zeugnissen ausführlich darzulegen und zu beweisen, dass eine Zusammenfassung ihrer Lehre, deren Voraussetzungen und zwangsläufige Resultate hässlich und abscheulich und dem Verstande unzugänglich sind, und werde dies auch am Ende jeder Unmöglichkeit, die ich niederschreiben werde, darlegen. Jetzt schildert Bediüzzaman Sayyid eine kurze Einführung in das Thema, und zwar seit 264. O Mensch, wisse, dass es fürchterliche Worte gibt, die den Mund der Menschen verlassen, ohne dass sie deren Gottlosigkeit bemerken. Leute des Glaubens gebrauchen sie, ohne es zu wissen. Wir erklären hier 3 äußerst wichtige von ihnen. Erstens, es wurde verursacht. Das heißt, die Ursachen haben diesen sichtbaren Dingen ihre Existenz verliehen. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel, ein Beispiel dafür, dass auch Leute des Glaubens diesen Begriff benutzen, zum Beispiel wenn es anfängt zu regnen, dass man sagt, es regnet. Dieses Beispiel nennt Zeitmuster hier auch in anderen Büchern. Und zwar heißt es dort nicht, es regnet, denn dadurch spricht man den Regen sozusagen den Ursachen zu. Das heißt, kalt und warm kam zusammen und es hat angefangen zu regnen. Aber eigentlich heißt es ja, es wird regnen lassen. Das heißt, Gott lässt es auf die Erde regnen. Zweitens, es bildete sich selbst. Das heißt, es bildete sich aus sich selbst heraus, entstand, erwuchs. Drittens, es erfordert die Natur. Das heißt, es ist natürlich, die Natur erfordert es, bringt es zustande. Ja, es gibt nun einmal ein Dasein und das kann auch nicht geleugnet werden. Zudem gleicht jedwedes Sein einem Kunstwerk, das mit Sinn und Verstand ins Dasein gerufen wurde. Überdies besteht es nicht ewig und ohne Anfang, sondern wurde neu geschaffen. Auf jeden Fall, o du Atheist, wirst du sagen, dass das, was hier ist, zum Beispiel dieses Tier, dadurch Ursachen der unbelebten Natur hervorgebracht wurde. Das heißt, dieses Sein wurde durch die Verknüpfung von Ursachen ins Dasein gebracht. Oder aber, es hat sich selbst eine Form gegeben. Oder aber, es kam unter der Einwirkung natürlicher Ursachen als natürliches Ergebnis zustande. Oder aber, es ist ein Geschöpf aus der Kraft des glorreichen Allmächtigen. Wenn wir hier zum Beispiel das Beispiel eines Kindes im Mutterleib geben würden. Und zwar sagt mir dieser Masai Lustig hier, dass dieses Tier zum Beispiel entweder durch die unbelebte Natur hervorgebracht wurde. Wenn wir uns aber mal den Körperaufbau eines Babys anschauen, wir sehen, dass das Baby perfekt ausgerüstet ist, um in dieser Welt klarzukommen. Das heißt, das Baby muss arbeiten, es muss sich sein Gehalt verdienen später, wenn es groß ist, dafür hat es Arme und Beine. Es muss mit anderen Menschen kommunizieren, es muss zuhören können, es muss Sachen sehen und wahrnehmen können, dafür hat es die Augen, Nase, Mund und Ohren zum Beispiel. Aber wenn wir mal schauen, wie die Natur des Babys ist, in der Gegend, in der es vorher gelebt hat, und zwar im Mutterleib,
sieht man, dass alles dunkel ist und mit dieser Welt komplett gar nichts zu tun hat. Das heißt, entweder weiß dieses Baby schon im Mutterleib, wo es hinkommt und was es benötigt, oder aber es gibt nun mal jemanden, der weiß, wo dieses Baby hinkommt und rüstet das Baby auch dementsprechend aus. Da aber dem Verstande außer diesen vier Wegen kein anderer Weg mehr offen bleibt, steht uns, wenn wir mit absolut Sicherheit beweisen können, dass die oben genannten drei Wege nicht gangbar sind, auf einem Aberglauben beruhen, außerhalb des Möglichen liegen, zwangsläufig und offensichtlich nur noch der vierte Weg als die ohne allen Zweifel einzig sichere Lehre von der alles bewirkenden Einheit und Gegenwart Gottes offen. Erste Streitfrage. Ein Geschöpf hat durch eine Verknüpfung der Ursachen aus der unbelebten Welt Gestalt angenommen und ist so ins Dasein getreten. Wir wollen hier unter sehr vielen Unmöglichkeiten nur drei erwähnen. Erste Unmöglichkeit. In einer Apotheke findet man hunderte von Gläsern, die mit den verschiedenartigsten Substanzen angefüllt sind. Man wolle nun aus diesen Heilmitteln eine wundersame Salbe gewinnen, die lebendig sein soll. Außerdem ist es erforderlich, aus ihnen ein wundersames, lebendes Heilmittel zu erstellen. Jetzt ist das wichtig, worauf man hier achten muss, dass diese Substanzen nicht lebensfähig sind, das heißt, sie selber haben kein Leben, aber sollen ein Heilmittel herstellen, das lebendig ist. Das heißt, sie sollen etwas darstellen, was in ihrem eigenen Dasein gar nicht gegeben ist. Wir sind gekommen und haben in dieser Apotheke eine große Menge dieser lebendigen Salbe und von diesem lebendigen Heilmittel gesehen. Wir haben jede dieser Salben untersucht. Wir haben gesehen, jedes dieser Gläser enthält eine bestimmte Menge, 1-2 Dirham, das entspricht ungefähr 3 Gramm, von diesem, 3-4 Dirham von jenem, 6-7 Dirham von etwas anderem und so weiter. Es wurden verschiedene Mengen unterschiedlicher Arzneimittel verwendet. Hätte man 1 Dirham mehr oder weniger entnommen, wäre diese Salbe nicht mehr lebensfähig, könnte ihre Wirkung nicht mehr zeigen. Und auch dieses lebende Heilmittel haben wir geprüft. Es wurde aus jedem Glas eine ganz bestimmte Menge entnommen. Wäre es auch nur um ein geringes mehr oder weniger gewesen, hätte das Heilmittel seine Besonderheit verloren. Es gibt nicht nur mehr als 50 verschiedene Gläser, man hat auch noch unterschiedliche Mengen von jedem Mittel verwendet, da jedes von ihnen sein eigenes Maß kennt. Hier fällt mir persönlich das Beispiel einer Honigbiene zum Beispiel ein. Sie besucht ja nicht nur 50 Gläser oder Blumen zum Beispiel, sondern über hunderte, über tausende Blumen und nimmt deren Nektar auf. Und was gibt sie dadurch? Ein Honig, der selbst für den Menschen ein Heilmittel ist. Aber das Komische daran ist, dass weder die Biene noch von diesem Honig profitiert, noch ihre Nachkommen von diesem Honig profitieren. Das heißt, die Biene stellt diesen Honig her, aber sie weiß nicht wieso, sie weiß nicht wozu. Und es ist auch ziemlich merkwürdig, dass eine Biene verschiedene Nektare aufnimmt und dann einen Honig gibt, der dem Menschen als Heilmittel dient. Woher weiß diese Biene denn, wie viel sie von welcher Blüte nehmen muss, wie viel sie den Honig produzieren muss, um damit dieser Honig ein Heilmittel für die Menschen darstellt? Ja, wäre es denn auf irgendeine Weise möglich und wahrscheinlich, dass die aus den verschiedenen Gläsern entnommenen unterschiedlichen Mengen dadurch zueinander gekommen seien und sich miteinander vermischt haben könnten, dass irgendein sonderbarer Zufall oder vielleicht ein Windstoß die Gläser umgeworfen habe, wodurch die Arzneien ausgelaufen seien und jede von ihnen sich mit dem nur allein ihr eigenen genauen Maß zu einer bestimmten Salbe vereinigt hätten? Gäbe es vielleicht etwas, das ein noch größerer Aberglaube noch unwahrscheinlicher und absurder wäre als dieses? Könnte ein Esel selbst eine doppelte Eselei annehmen und dann ein Mensch werden? Er würde sagen, eine solche Idee kann ich nicht annehmen und davonlaufen. So ist es also wie in diesem Beispiel. Alles, was Leben in sich enthält, ist sicherlich eine solche lebendige Salbe. Und jede Pflanze gleicht einem lebenden Heilmittel, das aus vielen unterschiedlichen Substanzen zusammengesetzt ist, für das viele spezifische Maßeinheiten angewandt wurden. Dies den Ursachen und Elementen der Natur zuzuschreiben und zu sagen, die Ursachen haben dies bewirkt, ist hundertfach weiter von jeglicher Vernunft entfernt, unmöglicher und absurder als die Entstehung einer Salbe in einer Apotheke durch das Umstürzen der Gläser. Das beruht auch darauf, dass man dann nämlich annehmen müsste, dass all diese Ursachen, die Bedeutsamkeit, müsst ihr nennen, den Menschen auch kennen. Denn alles, wirklich auch alles in dieser Welt, seien es
Pflanzen, seines Blumen, seines Tiere, haben eine bestimmte Wirkung auf den Menschen. Selbst das Gift einer Schlange, das den Menschen töten könnte, ist in bestimmten Fällen ist sie das Heilmittel des Menschen. Das heißt, entweder kennt die Schlange die Sorgen des Menschen sehr gut und gibt ihr Gift sozusagen als Gegengift für etwas. Oder aber es gibt jemanden, der beide kennt. Jemanden, der über beide herrscht. Und der weiß, dieser Mensch braucht dieses Mittel und dieses Mittel verstecke ich in dem Gegenstand, in der Blüte und in einem anderen Tier. Kurzum, alles Lebendige in dieser großen Apotheke der Welt kann nur aus der unendlichen Weisheit, dem grenzenlosen Wissen und einem alles umfassenden Willen Gestalt annehmen, durch Urteil und Bestimmung des urewigen Weisen, der die Waage hält. Ein Unglückseliger, welcher sagt, dies haben die Ursachen der natürlichen Elemente zustande gebracht, die taub und blind, einem Sturzbach ohne Grenzen gleich dahinströmen. Ein dummer Phantast, der sagt, dies wunderbare Heilmittel ist ganz von selbst entstanden, dadurch, dass die Gläser umgestürzt und ausgelaufen sind. Er spricht noch törichter als ein törichter Trunkenbold. Ja, dieser Unglaube, diese Torheit, diese närrische Trunkenheit ist reine Phantasterei. Hier spricht Zeitmusik von einem lebendigen Heilmittel. Wenn wir das jetzt nicht auf lebendige Heilmittel, sondern mal auf tote, nicht lebendige Sachen umstellen würden, wie überzeugend wäre das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin irgendwann mal in den Wald gelaufen und plötzlich kam ein Windstoß und hat die ganzen Bäume umgehauen, hat die ganzen Bäume umgesägt und dann hat sich der Sand auf einmal erhoben, hat den ganzen Baum geschliffen, hat den Baum in einen schönen Tisch verwandelt durch Holz. Dieser Tisch passt auch noch genau zu der Mode, die heutzutage da ist. Und die Farbe ist auch Hochglanzfarbe, das heißt nicht irgend nur ein raues Holz, sondern schön geschliffen und schön bearbeitet. Wer würde mir das denn glauben? Das heißt, wir sprechen einen toten Gegenstand wie einen Tisch zum Beispiel nicht einmal der Natur zu. Wie können wir dann denn etwas wie den Körper des Menschen, der zum Beispiel perfekt arbeitet, ohne Fehler arbeitet und das ganze Leben lang, ohne irgendeinen Fehler arbeitet, dann der Natur zustehen lassen? Zweite Unmöglichkeit. Wäre nicht ein jedes Ding dem glorreichen Allmächtigen zuzuschreiben, welcher ein einziger ist, sondern auf Ursachen aus der unbelebten Natur zurückzuführen, dann müsste notwendigerweise bei der Entstehung alles dessen, was da lebt, eine Vielzahl von Ursachen und Elementen beteiligt sein. Es ist aber ganz offensichtlich eine Unmöglichkeit, dass in dem Körper eines so kleinen Geschöpfes wie einer Mücke eine derart große Anzahl von Vektoren, die voneinander verschieden und einander entgegengesetzt sind, in so vollkommener Ordnung, mit einer so empfindlichen Maßgenauigkeit und in so vollständiger Übereinstimmung wirksam werden, dass jeder, der auch nur so viel Bewusstsein besitzt, wie sich im Flügel einer Mücke befindet, sagen muss, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Ja, der winzige Leib einer Mücke steht mit den meisten Ursachen und Elementen des Alls in Verbindung, ist sogar deren Zusammenfassung. Wären sie nicht dem urewigen Allmächtigen zuzuschreiben, dann müssten diese Ursachen der unbelebten Natur selbst neben ihrem Körper zu finden sein oder aber in ihren winzigen Leib eintreten. Es ist ja sogar so, dass es einige Stoffe im menschlichen Körper gibt, die, wenn sie zu viel eingenommen werden, zum Tod führen oder wenn sie zu wenig im Körper sind, dann ebenfalls zum Tod führen, wie die ganzen Vitamine oder UV-Strahlung und so weiter. Aber wenn wir auf die Welt kommen, dann sind diese Vitamine und Mineralien im Körper alle so perfekt angeordnet, dass sie genau zum Leben des Menschen beitragen. Wer sorgt denn dafür, dass dieses Maß, dass dieses perfekte Maß im Körper des Menschen vorherrscht, um ihm überhaupt dieses Leben zu ermöglichen? Ja, es wäre sogar erforderlich, dass sie in jede einzelne Facette ihres Auges eintreten, die ein verkleinertes Abbild ihres Körpers ist. Denn wenn die Ursache aus der unbelebten Natur kommt, muss sie auch neben oder in dem verursachten Objekt wirksam werden. In diesem Falle müsste man davon ausgehen, dass sie wie ein Meister im Inneren der biologischen, chemischen und physikalischen Bausteine und Grundelemente dieser winzigen Zelle arbeiten, dort, wo nicht einmal die Spitzen der Fühler einer Mücke mehr Platz finden. Also würde sich einer solchen Hypothese selbst noch ein ungewöhnlich Spitzfindiger unter den Sophisten schämen. Dritte Unmöglichkeit. Eine unverrückbare Grundregel sagt, Al-Wahidu la yasturu illa anil wahid. Das bedeutet so viel wie, Einheit entsteht nur aus der Einheit. Das heißt, wenn eine Existenz Einheit besitzt, kann sie nur von einem einzigen,
von einer einzigen Hand geschaffen sein. Besonders dann, wenn dieses Ding in der so vollendeten Ordnung seiner Existenz und mit den ihm eigenen Maßen alle Aspekte des Lebens in sich gesammelt aufzeigt, kann sie offensichtlich nicht durch viele verschiedene Hände geschaffen worden sein, weil das eine Ursache zu Streitigkeiten und Verwirrungen wäre, sondern muss vielmehr von der Hand eines Allmächtigen und Allweisen geschaffen worden sein. Wenn man diese Ordnung und die Maße und die Aspekte des Lebens in sich sammelt, als Mensch zum Beispiel, ist man mit allem verbunden, mit allen Tieren, mit allen Organismen, mit allen Pflanzen. Das heißt, diese Ordnung und diese Zusammengehörigkeit zeigt auch, dass der Schaffer eins ist. Das heißt, dass es nicht verschiedene Gründe für das Leben des Menschen gibt, sondern dass der Grund nur einer ist und dass es eben der allweise Gott ist. Da dieses Durcheinander verschiedener Hände in einem Durcheinander unendlich vieler lebloser Naturelemente, die, taub und blind, ohne Verstand und Bewusstsein, nicht ihre Grenze kennen, diese Blindheit und Taubheit von Ursachen auf unendlich vielen grenzenlos möglichen Wegen, Verbindungen und Vereinigungen nur noch vermehrt, ist es so weit davon entfernt, noch vernünftig zu sein, wie die gleichzeitige Annahme von 100 Unmöglichkeiten, dass diese Existenz in ihrer Wohlgeordnetheit und Proportionalität und Einheitlichkeit sich darauf stützen sollte. Aber selbst dann, wenn wir einmal von dieser Unmöglichkeit absehen wollen, müssen sicherlich dennoch die Einwirkungen der Ursachen der unbelebten Natur eine Angriffs- und Berührungsfläche haben. Aber diese Berührungsfläche mit den Ursachen der unbelebten Natur kann bei lebenden Wesen nur deren Oberfläche sein. Trotzdem sehen wir, dass das Innere der Lebewesen 10-mal mehr geordnet ist als deren Äußeres, feiner gestaltet und künstlerisch noch vollendeter, obwohl es die Hände der Ursachen der unbelebten Natur nicht erreichen und nicht berühren können. Obwohl die winzigsten Pflanzen und die winzigsten Tierchen künstlerisch noch weit staunenswerter gestaltet und noch einzigartiger geschaffen sind als die großen Geschöpfe, hieße es, 100-fach blind und 1000-fach taub zu sein, wollte man dies starren, einsichtslosen, grobkörnigen, weitmaschigen, großkalibrigen, einander entgegengesetzten, blinden Ursachen zuschreiben, wo doch die Hände und die Werkzeuge der Ursachen der unbelebten Natur in ihnen gar keinen Platz finden, ja, sie noch nicht einmal auch nur von außen berühren können. Das heißt also, wenn man zum Beispiel den Aufbau des Körpers des Menschen mit dem Aufbau des Körpers einer Mücke vergleichen würde. Wir staunen zum Beispiel, wie die Nerven, wie die Sehnen, wie die Muskeln in unserem Körper angeordnet sind, obwohl unser Körper eben so groß ist und es eigentlich gar nicht mal so schwer sein dürfte. Wenn man das mit dem Körper einer Mücke vergleicht, wie klein diese Mücke doch im Vergleich zum menschlichen Körper ist, aber trotzdem herrschen in dem Körper dieser Mücke trotzdem die gleichen Gesetze. Das heißt, in dem Körper dieser Mücke sind auch Nerven und Sehnen und Muskeln drin. Und selbst die funktionieren ohne Fehler. Das heißt, derjenige, der diesen menschlichen Körper geschaffen hat, in dieser Einzigartigkeit, der muss auch in der Lage sein, den Körper dieser Mücke zu schaffen und ihr all diese Funktionen zu geben. Denn derjenige, der diese Mücke nicht erschaffen kann, der kann auch so den Menschen nicht erschaffen. Weil eben alles auch in einer Verbindung miteinander lebt und nichts voneinander getrennt ist. Gut, falls soweit jetzt keine Fragen mehr sind, war es das dann mit der ersten Streitfrage. Wir wollen dann die kommenden Tage dann, inshallah, die zweite und die dritte Streitfrage auch noch miteinander lesen und besprechen. Aber soweit, falls ihr dann keine Fragen mehr habt, war es das dann. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة